Hallo, hallo, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Sterben am Stück. Ich dachte mir, ich starte heute mal am Ladebildschirm, ein kurzes Hallo vor der Runde noch zu sagen und euch kurz zu sagen, ich bin wieder da. Ich bin zwar immer noch krank, aber nach einer Woche rumliegen und nichts tun, reicht es dann jetzt auch. Ich hatte eine wahnsinnig tolle Krankenvertretung. Ich finde, sie hat das super toll gemacht. Man darf nicht vergessen, dass meine Freundin, die liebe Kupfermünze, und ich das ja nur so hobbymäßig machen, so neben der Arbeit und so, ne? Aber ich finde, dafür, dass sie auch sehr lange selber ja auch nichts mehr hochgeladen hat, hat sie das sehr, sehr toll gemacht. Und vielen, vielen Dank an dieser Stelle nochmal an dich, dass du übernommen hast für mich und dass du mir das angeboten hast. Und ja, jetzt bin ich wieder da. Ich klinge, glaube ich, immer noch ein bisschen krank. Also meine Stimme ist immer noch nicht ganz wieder da. Aber ansonsten geht es mir soweit ganz gut, mal abgesehen von Husten und Schnupfen. Aber ich glaube, der Husten wird mich bestimmt noch ein bisschen begleiten. Ich versuche mich rechtzeitig zu muten, bevor ich einen Hustenanfall bekomme. Aber ihr seid vorgewarnt, falls ich einfach loshuste. So, DBD. Was ist passiert? Es gab Updates. Es gibt aktuell keine Taschenlampen in DBD. Die wurden rausgenommen. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, warum. Ich weiß nur, dass wir im Moment sehr oft den Xenomorph als Killer haben. Und er ist recht stark. Also ich muss sagen, ich glaube, ich bin... Oh nein. Was ist ein Legion? Ich muss sagen, ich bin gegen Xeni, glaube ich, bisher ein einziges Mal rausgekommen. Und ja, also falls ihr euch wundert, warum ich Xeni sage und auch meine Krankenvertretung hat ja Xeni gesagt, sie ist halt ein Xenomorph, also das Alien ist ja ein Xenomorph und wir haben das bei uns immer mit Xeni einfach abgekürzt. Also ja, wenn wir von Xeni reden, meinen wir den Xenomorph-Killer. Aber hey, jetzt haben wir ja erstmal Legion. Ah, oh, und ist auch noch der mit der nervigen Musik. Ah, oh, der aus dem Spalt. Ja, also ich habe gestern schon ein bisschen DVD gespielt mal wieder. Es lief nicht ganz so prall. DVD ist momentan ein bisschen schwierig irgendwie, glaube ich. Ich glaube, es spielen gerade wieder viele, die unzufrieden mit vielen Dingen sind. Und das merkt man immer. Komm jetzt, hau rein, Klödi. Komm mal voll. Komm mal schnell, die Klödi. Oh, ich bin Dying Light. Oh. Interessant. Wir haben kein Tanata. Das heißt, dass er mich ja rein theoretisch eigentlich am Leben lassen sollte. Weil sonst bringt ihn sein Dying Light ja nichts. Aber... ja. Ansonsten, gibt es sonst noch irgendwas Neues, was ich euch erzählen kann? Eigentlich nicht. Nicht so wirklich. Also, bei mir ist die Woche auch nichts passiert. Ich war krank. Ich lag nur rum. Hab vor mich hin vegetiert. Ich muss halt sagen, ich habe es 3,5 Jahre lang geschafft, Corona aus dem Weg zu gehen. Tja, und dann kommt mein Mann von Arbeit nach Hause und bringt's mit heim. Ein Traum. Entschuldigung. Naja, wir haben zum Glück nur so eine leichte Variante abbekommen. Also wir hatten beide wie so einen grippalen Infekt. Gott sei Dank nur. Und ja, mein Mann ist auch schon wieder fit. Er hat heute früh auch einen Test gemacht, der ist auch schon wieder negativ. Ich werde morgen mal einen Test machen. Mal gucken. Barbecue. Ich versuche mal den Generator durchzuziehen. Ja. Aber ich bin wieder da. Auch wenn ich noch ein bisschen krank klinge, bin ich so weit fit. Ja. Und ich habe gesehen, die Woche, wir sind ja wieder ein paar mehr geworden. Hallo an alle neu dazugekommenen. Schön, dass ihr da seid. Ich schulde euch noch eine Killerrunde, ne? Das muss ich auch endlich mal machen. Aber
Das machen wir, wenn ich wieder richtig fit bin. Ja, der wird jetzt hierher kommen. Geh bitte. Ja, lass es einfach. Come on. Lass einfach sein. Geht's jetzt zum Haken oder was macht die denn jetzt? Er geht wieder zum Haken. Ja, sind jetzt alle verletzt. Jetzt kommen halt überall Generatoren. Ich hasse Legion. Legion ist so ein anstrengender Killer. Bringt halt eigentlich absolut nichts, sich zu heilen. Ich mach's trotzdem. Einfach damit wir ein bisschen leiser sind. Aber er hat halt einen super guten Flow, hat immer einen am Haken. Ich habe auch fürs Archiv immer noch diese eine Aufgabe, die ich jetzt schon, keine Ahnung, seitdem die neue Seite draußen ist, einfach nicht fertig bekommen. Ja, der hat Barbecue, Schätzchen, der sieht uns doch jetzt hier. Ich muss 3 ungebrochene Embleme der schillernden Qualität haben. Und das bekommst du nur, wenn du nicht an den Haken kommst in der Runde. Also schillernd darfst du nicht aufgehangen werden. Also, ja. Und das musst du 3-mal machen. 2-mal habe ich hinbekommen. Ein dritte fehlt mir immer noch. Den dritten kriege ich seit Ewigkeiten nicht hin, weil ich jetzt mal sterbe. Mist. Shit. Geht Glödi jetzt retten? Glödi, gehst du retten? Du standest doch da. Ja, Glödi ist retten gegangen. Ja, und ihr seht vielleicht, ich spiele mit Seelenruhe. Es ist in den letzten Malen, die ich gespielt habe, halt auch privat, war es ganz oft so, dass die Killer alle dieses neue Perk dabei hatten von Xeni. Oh Gott. Verdammt. Wenn sie einen Schließschrank öffnen, sie dann... wenn sie dann weiterlaufen und ein Survivor kommt in den Terrorradius, dann schreit derjenige auf. Und das ist 30 Sekunden aktiv und hat eine Abklingzeit von 35 Sekunden. Und ich war nur noch am Schreien an dem einen Tag, wo ich mit meiner Krankenvertretung gespielt habe. Wir waren beide nur noch am Schreien, weil ständig hatte ein Killer sowas mit. Deswegen habe ich jetzt pauschal einfach immer Seelenruhe dabei. Um, oh Leute, hört auf euch zu heilen und kommt. Wie der Generator. Was macht denn die Kate? Was macht ihr? So, jetzt kann ich schon wieder mein Schild und das Emblem für ungebrochen vergessen. Das ist auch alles egal. Yeah.
Musik ist so nervig. Ja. Und es nehmen super viele mit. Ich weiß nicht, ob euch das auch aufgefallen ist. Aber ich finde das extrem anstrengend. Mit diesem Perk einfach. Ja. Und deswegen Seelenruhe, dann schreist du halt nicht. Was ich auch festgestellt habe gestern, ich habe gestern so ein paar Proberunden gemacht, um mich auch heute so ein bisschen einzustimmen. Und ich habe gestern festgestellt, dass wenn der Doktor blastet und alles und du Seelenruhe mit hast, dann schreist du auch gar nicht. Das ist auch übelst gut einfach eigentlich. Boah, die Ausgänge liegen wieder richtig kacke. Oh, die eine hatte Atem. Sehr gut. Gucken wir mal, wie es läuft. Oh, na klar. Auch noch nöt. Easy, natürlich. Also sorry, aber mit Nöt gehe ich nicht retten. Nicht für Randoms. Also bei Nöt bin ich raus, so leid wie es mir tut. Sorry, Kate. Aber das ist mir zu anstrengend mit Legion. Da habe ich keine Lust zu. Außerdem ist es schön, nach der ersten Runde, wenn man krank war, auch mal wieder rauszukommen. So, ne? Ja, ich würde sagen, wir sehen uns gleich in Runde 2. Bis gleich. So, zweite Runde. Und wir sind wieder hier auf der Farm. Okay. Ich muss es mal wieder reden lernen. Die Map wurde sich gewünscht. Auf jeden Fall. Sehe ich irgendwas von hier oben? Das ist jetzt nicht der Ernst, oder? Nochmal Legion. Das darf doch nicht wahr sein. Ey, zwei Farmrunden hintereinander und zwei Legions. Warum haben wir jetzt wieder ein Legion? Gibt's gerade irgendeine Aufgabe mit Legion? Haben die Dailies gerade alle mit Legion oder so? Ich weiß es nicht. Au! Bitteschön. Ich bin schon wieder Obsession. Aber die Runde wird jetzt schon richtig nervig, weil der Tanata mit, dass wir uns nicht heilen können. Das heißt, es dauert alles einfach 100 Jahre. Und, ja, macht Spaß auf jeden Fall. Also, ich würde sagen, Legion ist für mich mit der nervigste Killer von allen. Weil mit dem können sich Runden einfach so komplett in die Länge ziehen. Das ist so furchtbar einfach. Jetzt ist auch wieder an der. Wo hinten die? Ja, ich fliege jetzt nur. Oh, hi. Ich brauche mal kurz. Achso, die hing da. Oh mein Gott, wieso habe ich sie nicht gesehen? Wieso habe ich nicht gesehen, dass sie da hing? Oh. Hey, Michaela. Soll ich dich anpassen? Pass auf, Michaela. Ich hab das voll nicht gesehen, dass sie da hing.
Können wir kacken oder sowas? Nee, ne? Das habe ich sie nicht gesehen. Nicht einen Generator mehr. Junge, geh halt weg. Und so, okay. Kommt halt auch instant zurück zum Haken. Also ich muss sagen, die Killer in DBD momentan sind alle irgendwie, die sind alle so aggro. Also wisst ihr, die spielen so hau drauf und es darf bloß keiner entkommen und ich slugge bis zum Umfallen, ich tunnel bis zum Umfallen, ich shit-talke bis zum Umfallen. Also was ich gestern in Afterchats hatte, wo ich so für mich gespielt habe, das war unnormal. Killer sind einfach alle nur, weiß ich nicht, was mit denen gerade im Moment los ist. Also die sind gerade irgendwie alle ein bisschen... Wow, echt jetzt. Ja, hatte ich den Generator mal fast fertig. Ja gut, sie ist disconnected. Ich habe keinen Mock mehr, ne? Was ist das denn hier für eine verdammte Kacke? So werden wir noch nie fertig. Ich lauf mal Richtung Bot. Oder auch nicht. Ihr rennt Richtung Bot. Jetzt hat er wieder immer. Ich bin so schlecht im Weglaufen. Ich mag die Killer nicht. Ja. Ein Schlamm den Geschlacht, da hat Lied schon auch noch mit. Ach Gott. Dieses Gen-Knall-Perk, ich frage mich, sind das jetzt zwei verschiedene gewesen oder war das jetzt eins? Es gibt ja einmal das Perk, dass du... Wenn du einen Survivor umschlägst, der im Terrorradius sich befindende Gen explodiert. Und das gibt es ja auch nochmal, wenn du jemanden aufhängst, dass ein Gen explodiert. Es gibt ja so viele Sachen inzwischen. Mit Explodieren und so ein Kram. Und das ist super schwierig noch zu verifizieren hier, was welches Perk eigentlich macht. Ja. Wenn man dann so ein Hobby-Gelegenheitsspieler wie ich ist, dann kann man sich das auch einfach alles irgendwann nicht mehr merken inzwischen. Ich habe ja auch schon gelernt, seitdem ich jetzt hier wieder Videos auf YouTube hochlade, es gibt Leute, die nehmen das hier alles sehr ernst. Bitte nehmt mich nicht ernst. Bitte.
Ich mache keine Videos, die euch irgendwas lernen sollen. Keine Tutorials oder irgendwas. Ich spiele Just for Fun DBD und lade die Kacke im Internet hoch. Ne? Ich möchte das nochmal erwähnt haben an dieser Stelle. Oh Mann. Diese Runde ist anstrengend. Die davor war auch schon anstrengend. Ich glaube ehrlich gesagt auch nicht, dass wir hier irgendwie rauskommen. Also wenn einer von uns rauskommt, wäre ich schon echt happy. Aber irgendwie, ich bezweifle es irgendwie. Ich lasse mal den Generator los, falls der jetzt wieder knallt. Oh komm, jetzt häng halt auf. Ja, nicht genau das. Ja, klar. Oh, Mann. Also, hat nicht irgendwer letztens behauptet, dass diese Fensterhits, dass es die nicht mehr gibt, dass man einfach nicht mehr trifft als Killer? Kann ich jetzt irgendwie nicht sagen. Ich hab schon mal geschlagen, wenn ich durchs Fenster gehe. Aber ich schrei halt nicht, ne? Das ist halt das Schöne an Seelenruhe. Vor allem, ich sag euch in der letzten Runde, ja, jeder Killer spielt jetzt mit dem ganzen Kram. Und jetzt hatten wir nicht einen bisher, aber naja, gut. Es kam mir halt so vor. Aber wir hatten jetzt halt auch zweimal Legion. Warum spielen die jetzt Legion alle? Es gibt so Tage, da frage ich mich wirklich, ob die Dailies verteilt haben an die Killer. So mit, mache mit Legion dies, tue mit Geisti das. Weil manchmal kommt es einem so vor, ne? Dann kannst du spielen, hast du den ganzen Tag nur einen Geist. Oder eine Spirit, oder halt Legion, oder keine Ahnung. Und du kriegst den ganzen Tag keinen anderen Killer und denkst dir so, warum? Aber ja, also manchmal ist DBD, ja, schwierig. Oh, das wird richtig knapp, wird das. Das wird richtig, richtig, richtig knapp. Oh mein Gott. Oh, Michaela. Holy shit, Michaela, das war, du, das war Rettung in letzter Sekunde, das sag ich dir. Holy shit, war ja nur noch 1% oder so. Lass mich gehen. Ja, ich werde jetzt rausgetunnelt. Also, ich bin verletzt. Da will ich jetzt nicht. Oder auch nicht? Okay, doch nicht. Michaela rennt halt da rum. Ich würde halt den Bot noch holen. Nee, wir heilen uns hier nicht unterm Haken. Was ist mit dir, Bot? Was macht denn der Bot? Bot, komm arbeiten! Verdammte Kacke. Ja, Michaela ist jetzt tot. Scheiße. Ich würde halt so lachen, wenn der Bot am Ende rauskäme. Stell dich das mal vor. Das wäre schon irgendwie witzig, oder? Jetzt mal rein realistisch gesehen, werden wir hier nicht rauskommen. Anpassen? Okay, der Bot ist dann auch tot. Es wird dann so ein Lukenbeam jetzt am Ende. Idee.
weiß, dass du mich siehst. Die arbeitet bis zum Ende. Die Frau ist der Wahnsinn. Ich würde jetzt nichts mehr machen, ne? In der Richtung. Oh, Brudi, das wird doch nichts. Er knallt jetzt. Okay, ja. Na, schade. Hoffen wir mal, dass die rauskommt. Entschuldigung. So. Dann gucken wir mal. Ich muss auch sagen, dass die Spielersuche jetzt heute. Ich meine, es ist relativ früh. Naja, gut, es ist 8:30, es ist nicht mehr so früh. Aber die Spielersuche hat für DBD-Verhältnisse echt lange gedauert. Nee. Noch keiner wach hier in Deutschland. Die ist voll der Pro. Seht ihr das? Die fühlt sich um, während sie springt. Das Problem ist, dass sie halt so auch nicht rauskommt, ne? Ja, schade. Na gut, es hat nicht sein sollen. Aber wir sind immerhin in der ersten Runde rausgekommen. Das ist ja immerhin schon mal was. Aber 2 Runden gegen Legion, boah, das ist jetzt auch echt anstrengend gewesen. Boah, ich mache jetzt, glaube ich, mal 5 Minuten Pause. Und dann nehme ich noch eine Runde auf. So, das ist der Plan. Ich bedanke mich an dieser Stelle bei euch, wie immer, fürs Zuschauen. Wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und sage bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.